Ich war 1,5 Jahre in Europa unterwegs und habe in dieser Zeit mein Mixing ausschließlich mit Kopfhörern gemacht. In dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen gesammelt und deswegen gebe ich dir heute 7 Tipps, die du unbedingt beachten solltest, wenn du mit Kopfhörern abmischst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Das Abmischen mit Kopfhörern ist durchaus umstritten und auch in vielen Blogartikeln und Mixingkursen wird ausdrücklich davon abgeraten, mit Kopfhörern abzumischen. Ich glaube aber trotzdem, dass es gerade für Mixing-Anfänger und vielleicht auch für Home-Recording-Studio-Besitzer Vorteile haben, mit Kopfhörern abzumischen. Bevor ich dir jetzt gleich die 7 Tipps gebe, die du beachten solltest, wenn du mit Kopfhörern abmischst, kurz die Gründe, die dagegen sprechen. Und da gibt es hauptsächlich 3 Gründe. Grund Nummer 1 ist, es ist weniger realistisch. Grund Nummer 2 ist, deine Ohren ermüden schneller. Und Grund Nummer 3 ist, dass Kopfhörer dir eine unnatürlich große oder breite Stereobreite vorgaukeln. Alle diese 3 Gründe stimmen und deswegen möchte ich kurz etwas genau darauf eingehen. Zunächst mal gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Abmischen mit Nahfeldmonitoren und dem Abmischen mit Kopfhörern und der nennt sich Monitor Crossfeed. Das bedeutet, wenn du mit Studiomonitoren abmischst, dann trifft der Schall von dem rechten und dem linken Abhörmonitor noch bevor er auf dein Ohr trifft, in der Mitte, also im Raum vor dir, aufeinander und vermischt sich so leicht. Und dieses Phänomen nennt man Monitor Crossfeed. Dieses Phänomen hast du nicht, wenn du mit Kopfhörern mischst, da deine Ohren ja komplett isoliert sind und die rechte und die linke Schallquelle völlig getrennt auf deine beiden Ohren treffen. Deswegen wird gerne als Argument vorgebracht, dass sich das Mischen mit Kopfhörern weniger realistisch anhört, insbesondere was die Stereobreite betrifft. Das nächste Gegenargument ist das schnellere Ermüden der Ohren. Das stimmt tatsächlich so, kann ich aus eigener Erfahrung auch so sagen. Der Sound ist sehr direkt, wenn du deine insbesondere geschlossene Kopfhörer benutzt, um abzumischen. Der Sound ist sehr direkt, es ist sehr laut und deine Ohren ermüden dadurch schneller als mit Nahfeldmonitoren. Allerdings ist es auch so, dass das schnelle Ermüden der Ohren viele Gründe haben kann und deswegen finde ich es ein bisschen unfair, das nur auf Kopfhörer zu münzen. Denn wenn zum Beispiel deine Monitore falsch stehen, dein Raum akustisch nicht ordentlich optimiert ist oder wenn du immer zu laut abhörst oder zu wenig Pausen machst, ermüden deine Ohren auch schnell. Deswegen kann man viele Fehler machen, dass die Ohren schnell ermüden und das hängt nicht unbedingt jetzt nur mit dem Mischen mit Kopfhörern zusammen. Kommen wir zu Tipp Nummer 1 und der ist, lerne deine Kopfhörer kennen. Genauso wie bei Nahfeldmonitoren, wenn du die neu hast, die du auch erst kennenlernen musst, musst du das auch bei Kopfhörern machen. Das heißt, du solltest dir sehr viele professionelle Produktionen auf deinen Kopfhörern anhören, besonders welche, die dir gefallen natürlich. Hör dir Live-Konzerte an, schau dir von mir aus auch Filme an, hör dir Mixe an, die dir gut gefallen, damit du weißt, wie sich ein professioneller Mix auf deinem Kopfhörer anhört, möglichst in einem Genre, das du auch mischen möchtest, damit du den Klang kennenlernst und damit du, wenn du deine eigenen Mixe darauf abhörst, schon vielleicht eher merken kannst, an was es liegt oder wo deine Mixing-Fehler sind. Tipp Nummer 2. Verwende einen hochwertigen, offenen Kopfhörer. Offene Kopfhörer sind im Gegensatz zu geschlossenen Kopfhörern an der Seite meist geschlitzt oder perforiert. Und das hat den Vorteil, dass dein linkes Ohr zumindest leise auch ein bisschen wahrnehmen kann, was der Kopfhörer auf dem rechten Ohr von sich gibt. Und damit kannst du diesen Crossfeed zumindest so ein kleines bisschen simulieren. Hochwertige Kopfhörermodelle wie zum Beispiel der Cadillac unter den Mixing-Kopfhörern, der Biodynamic DT1990, der glaube ich 1.600 € sogar kostet, geben dir oder haben einen sehr flachen Frequenzgang und garantieren dir somit eine relativ neutrale Wiedergabe deines Mixes, ohne dass sie irgendwas aufhübschen und dir somit Mixingfehler verschleiern. Tipp Nummer 3, verwende hochwertige Kopfhörerverstärker. Auch Kopfhörerverstärker der unteren Preisklassen können funktionieren, aber sie haben meistens nicht die Qualität von richtig guten Markenprodukten, wie zum Beispiel dieser Rupert Neve Designs oder der SPL Phonitor, die relativ teuer sind, aber die dir garantieren, dass du den nötigen Pegel auch hast und dass der ordentlich wiedergegeben wird. Wenn du das Kleingeld nicht hast, weil die können sehr, sehr teuer sein, kannst du auch was Billigeres nehmen, zum Beispiel den Apogee Groove. Der eignet sich besonders gut, um zum Beispiel mit einem Laptop zu arbeiten, wenn du unterwegs bist oder wenn du mobil bist. Tipp Nummer 4, verwende Optimierungssoftware. Ich habe es eingangs schon erwähnt, das große Problem ist der Monitor Crossfeed, der beim Abhören mit Monitoren entsteht und es gibt Software, die das simulieren kann, auch mit Kopfhörern. Zum Beispiel habe ich von Waves oder habe ich Waves NX, so heißt dieses Plugin, das simuliert dir das räumliche Hören
und simuliert ja auch den Frequenzgang eines Top-Studios oder von der Regie von einem Top-Studio. Das heißt, wenn du den Kopfhörer aufhast und deinen Kopf drehst, hörst du tatsächlich auch rechts mehr, auch rechts lauter als links. Also so wie es auch ist, wenn du vor einem normalen Monitor sitzen würdest. Manche von diesen Plugins haben sogar eine Optimierung für Frequenzkurven für bestimmte Kopfhörermodelle. Damit habe ich unterwegs sehr, sehr viel gemischt und sehr gute Erfahrungen gemacht. Also so eine Optimierungssoftware ist für mich tatsächlich das A und O, wenn du mit Kopfhörern abmischst. Tipp Nummer 5, verwende Analyzer-Plugins. Es gibt zum Beispiel, die habe ich ja auch schon vorgestellt, von Mastering the Mix, Mixroom und Bassroom. Und diese Modelle, es gibt auch noch ganz viele Modelle von anderen Firmen, diese Modelle helfen dir dabei, gerade beim Gesamtmix, aber auch bei Einzelspuren, den Frequenzgang an das oder den Frequenzgang deines Mixes an den Frequenzgang eines professionellen Mixes aus dem gleichen Genre besser anzupassen. Und das ist gerade beim Mischen mit Kopfhörern, wird dir meistens ein besserer Bassbereich vorgegaukelt, einfach weil die Kopfhörer direkt an deinen Ohren sitzen. Dadurch nimmst du den Bassbereich meistens lauter wahr als jetzt mit Monitor nur. Und deswegen ist es gut, wenn du da nochmal ein Analyzer-Plugin nachschaltest, um dir noch ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, gerade im Bassbereich, aber auch im Mitten- und Höhenbereich, kannst du hier ein bisschen vergleichen, ein bisschen Frequenzkurven anpassen an professionelle Mixe. Ich kann grob sagen, dass wenn ich nur mit Kopfhörern abmische, dann gebe ich mehr Vertrauen auf diese Analyzer-Plugins, als wenn ich mit Monitoren mische. Tipp Nummer 6, verwende alternative Abhörquellen. Das gilt jetzt nicht nur für Kopfhörer, sondern auch für Monitore. Aber gerade wenn du mit Kopfhörern mischst, ist es ganz wichtig, dass du auch zumindest eine Abhörquelle hast. Und wenn es nur deine Lautsprecher im Auto sind, deine Anlage im Auto ist, dass du eine Abhörquelle hast, die nicht direkt auf deinen Ohren sitzt. Also jetzt nicht die Ohrstöpsel von deinem Smartphone oder so. Das kann das Auto sein. Ganz wichtig ist auch immer eine Mono-Abhörquelle, wie das Küchenradio oder so eine kleine Box, wo du es nur Mono hörst, damit du sicherstellen kannst, dass dein Mix in Mono nicht zusammenfällt. Und vielleicht einfach auch eine, von mir ist auch eine Stereoanlage oder Musikanlage bei dir im Wohnzimmer. Tipp Nummer 7. Höre nicht zu laut ab und mache genügend Pausen. Gerade bei Kopfhörern, ich habe es im letzten Punkt schon erwähnt, klingen die Mixe zumindest meiner Meinung nach erstmal etwas besser. Ja, weil es direkter ist, weil der Bassbereich fetter klingt, du hast die Snare-Drum auch direkt auf dem Ohr, die Vocals klingen sehr schön nahe und deswegen neigt man dazu mit Kopfhörern, zumindest bei mir ist das so, etwas zu laut abzumischen, einfach weil es schon ganz gut klingt oder weil es besser klingt. Und das kann wiederum dazu führen, dass dass du dir einen guten Mix vorgaukelst, der vielleicht über Monitore oder im Auto gar nicht so gut klingt. Und zweitens mal, gerade beim lauten Abmischen, ermüden deine Augen einfach wesentlich schneller. Das zweite ist, hängt auch wieder mit dem Ermüden zusammen, dass du genügend Pausen machst. Auch das kann beim Kopfhörer, komischerweise war es bei mir so, dass ich da einfach länger mische, weil ich denke, ja, der Mix, der hört sich so gut an, das kannst du jetzt doch schnell fertig machen. Auch da würde ich darauf achten, dass du wirklich genügend Pausen machst. Grundsätzlich mache ich es immer so, ich stelle mir tatsächlich einen Timer. Ich mische immer 45 Minuten und mache dann 15 Minuten Pause. Außerdem mische ich auch nie länger als 5 Stunden an einem Mix. Also wenn ich nach 5 Stunden nicht fertig bin, dann höre ich auf, fange was anderes an und mische dann diesen einen Mix am nächsten Tag weiter. Und so kannst du sicherstellen, dass deine Ohren sich erholen und wieder neutral einstellen, wenn du dich das nächste Mal an den Mix setzt. Was ist jetzt das Fazit? Machen wir uns nichts vor. Ich würde behaupten, dass das Abmischen über gute Nahfeldmonitore in einem akustisch optimierten Raum immer dem Abmischen von Kopfhörern vorzuziehen ist. Aber es ist auch so, dass trotz der Nachteile wie die unnatürliche Abbildung des Stereofeldes, der fehlende Crossfeed und vielleicht dem etwas beschönigten Frequenzbild, dass es durchaus möglich ist, mit den genannten Hilfsmitteln, die ich dir gerade aufgezeigt habe, auch nur und ausschließlich mit Kopfhörern einen sehr, sehr guten Mix hinzubekommen. Jetzt würde mich natürlich noch deine Meinung interessieren. Welche Erfahrungen hast du gemacht beim Abmischen mit Kopfhörern? Mischst du viel mit Kopfhörer ab oder mischst du nur mit Kopfhörer ab, um dein Low-End zu kontrollieren? Wie machst du das in deinen Mixen? Das würde mich sehr interessieren. Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder du glaubst, es könnte jemand anders weiterhelfen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du es teilst, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder im besten Fall ein Abonnent wird, wenn du es nicht schon bist. Mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Video. Wir sehen uns und bis dann.